Wenn man so Geschichten von erfolgreichen Menschen hört, dann kommt das ja oftmals so rüber, als wäre das alles einfach nur irgendwie Glück gewesen. Als wäre quasi der Erfolg wie die Jungfrau zum Kind gekommen, ja, so einfach über Nacht. Das ist aber natürlich Quatsch. Ich meine, ja, Leute wie Mark Zuckerberg zum Beispiel, der ist mit Facebook relativ schnell durchgestartet. Was allerdings kaum einer weiß, ist, dass er sich zuvor schon zigmal mit was anderem versucht hat und immer wieder auf die Schnauze gefallen ist. Du siehst also oft gar nicht, was wirklich hinter vielen erfolgreichen Karrieren steckt. Ja, wie hart und steinig der Weg war und warum am Ende drei ganz spezielle Eigenschaften, die alle Karrieremenschen gemeinsam haben, den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Darum geht es im heutigen Video. Also viel Spaß dabei. Karriere passiert im Kopf. Ja, es gibt meiner Meinung nach drei ganz essentielle Eigenschaften, die alle erfolgreichen Karrieremenschen gemeinsam haben. Und nirgendwo wird das klarer als am Beispiel von Hermann Hesse in seinem Buch Siddhartha. Die Geschichte geht ungefähr so. Ja, der Protagonist Siddhartha, ein Mönch, der allerdings aussieht wie ein Bettler, hat nichts, also keinerlei Besitz. Auf die Frage, was er denn gelernt hat bzw. was er kann, antwortet er aber, ich kann denken, geduldig warten und fasten. Das klingt jetzt erstmal total banal, ich weiß, aber genau diese drei Fähigkeiten sind der Schlüssel für dein Karrierewachstum. Erstens, Nachdenken, also die Fähigkeit, dir selbst und anderen die richtigen Fragen zu stellen. Dazu gibt es übrigens schon ein ausführliches Video von mir hier auf dem Kanal. Ich habe es hier oben verlinkt. Die fünf mächtigsten Fragen für deine Karriere, die dein Leben verändern werden. Also schau dir das unbedingt mal an. Dann zweitens, Geduld, also die Fähigkeit, langfristig zu planen, ausdauernd zu sein und dir deine Ressourcen gut einteilen zu können. Vor allem heißt es aber, fokussiert zu sein. Sich also nur auf eine einzige Sache zu konzentrieren und alles andere auszublenden. Keine Ablenkung zuzulassen und öfter mal Nein, anstatt Ja zu sagen. Und drittens, Fasten, also die Fähigkeit, Schwierigkeiten und Katastrophen zu überstehen, indem du eine sehr hohe Toleranz für Leiden entwickelst. Also, dass du gut mit Druck und Stress umgehen kannst. Ist klar, weil wenn du Karriere machen willst, dann musst du auch mal ein Risiko eingehen. Die richtige Perspektive auf die Dinge ist dabei allerdings entscheidend. Du kannst nämlich nur dann gelassen Risiko eingehen, wenn du weißt, dass dir das Scheitern am Ende nicht das Genick bricht, dass es nicht das Ende der Welt ist. Nochmal, Karriere passiert im Kopf. Wenn du mir heute alles nehmen würdest, was ich aufgebaut habe, dann wäre ich keine Sekunde lang traurig oder würde schmollen und am Boden zerstört. Im Gegenteil. Erstens, ich habe immer noch das Wichtigste in meinem Leben, nämlich meine Familie, der es gut geht. Und zweitens, habe ich so ein Urvertrauen in mich selbst, dass ich spätestens wahrscheinlich nach einem Jahr wieder dort stehen würde, wo ich heute bin. Also durchziehen, durchkämpfen, hinfallen, wieder aufstehen. All diese Fähigkeiten helfen Karrieremenschen besser mit Druck und Unsicherheit umzugehen. Ich möchte heute einfach mal so ein bisschen Mut machen und meine persönliche Karrieregeschichte mit dir teilen, die tatsächlich von unzähligen Hindernissen geprägt war, von denen mich aber keins so wirklich aus der Bahn geworfen hat, weil ich hart an den eben drei genannten Eigenschaften gearbeitet habe. Beginnen möchte ich allerdings mit den sehr mühsamen Karrieren von anderen Menschen. Erstens Walt Disney. Den kennt heute jeder als den Meister der Fantasie. Jeder hat schon mal irgendwann einen Disney-Film gesehen. Aber der hat es am Anfang echt schwer gehabt. In seinem ersten Job wurde ihm sogar gekündigt, er war Zeitungsredakteur, mit der Begründung, dass er zu wenig Vorstellungskraft hätte. Das muss man sich mal vorstellen. Und auch die ersten Kurzfilme, die er so produziert hat, waren maximal erfolglos, bis ihm tatsächlich sogar irgendwann das Geld ausgegangen ist. Hieß also für ihn, er muss sich auf die Suche nach Investoren, nach externem Kapital machen. Aber jeder hat ihn irgendwie abgelehnt. Alle fanden die Idee, Filme mit sprechenden Tieren zu machen, irgendwie total absurd. Keiner hat daran geglaubt. 302 Mal hat er eine Absage bekommen. Und erst beim 303. Versuch hat er jemanden gefunden, der ihm Geld gibt. Ein Zitat von Walt Disney lautet, alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. Zweitens, Colonel Sanders. Ja, ich gebe zu, ich bin jetzt persönlich nicht der größte Fan von Kentucky Fried Chicken, aber die Karrieregeschichte ist schon wirklich beeindruckend. Denn Colonel war damals tatsächlich schon 65 Jahre alt. Also, wo wir heutzutage in Rente gehen, hat er erst richtig losgelegt. Und damals hatte die Idee zu KFC gehabt. Ich meine, es zeigt erstmal ganz schön, dass es eigentlich nie zu spät ist, nochmal was Neues anzufangen. Er ist also dann mit 65 quer durchs Land gefahren und hat Investoren seine Idee gepitcht. In dem Zeitraum, wir sprechen hier von 2 Jahren, hat er tatsächlich nur im Auto geschlafen, weil er sich kein Hotel oder nicht mal ein Motel leisten konnte. Er hat 1009 Absagen bekommen und trotzdem immer weitergemacht, bis schließlich das eine Jahr gekommen ist. Der Rest
der ist Geschichte. Und KFC eine der erfolgreichsten Fastfood-Ketten der Welt. Ein Zitat von Colonel Sanders: Ich hatte nur zwei Regeln. Mach alles und mach es so gut du kannst. Und die dritte Geschichte handelt von Michael Jordan, der Basketballlegende. Und ja, ausgerechnet der erfolgreichste Basketballspieler aller Zeiten. Er wurde damals nicht mal in der Schulmannschaft aufgenommen, weil der Trainer meinte, dass er zu klein war. Das hat ihn im Alter so angespornt, noch härter zu trainieren, dass er dann schon ein paar Jahre später in einer komplett anderen Liga gespielt hat. Ja, natürlich hat er das Glück gehabt, auch noch mal ein bisschen gewachsen zu sein, aber er war das absolute Supertalent. Michael Jordan selbst beschreibt übrigens sein Scheitern auf dem Weg zum Erfolg folgendermaßen. In meiner Karriere habe ich über 9000 Würfe verfehlt. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir der spielentscheidende Wurf anvertraut und ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe immer und immer wieder versagt in meinem Leben. Deshalb bin ich erfolgreich. Sowohl Walt Disney als auch Colonel Sanders und Michael Jordan haben einen unglaublich starken Willen gehabt. Sie haben nicht darauf geachtet, was andere von ihnen denken und einfach immer und immer und immer weitergemacht. Zwischenzeitlich hatte wahrscheinlich jeder von ihnen mal Zweifel oder Ängste und Enttäuschungen. Ja, das ist ganz klar. Aber keiner hat sich davon abbringen lassen. Im Gegenteil, das hat sie sogar noch weiter ermutigt, durchzuziehen, zu kämpfen und über sich hinauszuwachsen. Alles, um ihre Vision in die Welt rauszutragen. Ich hoffe, die Geschichten geben dir den notwendigen Mut, dran zu bleiben und weiterzumachen. Denn ich bin ganz ehrlich, auch mich haben sie schon in sehr jungen Jahren ziemlich stark inspiriert. Ich habe mich schon immer gerne an Taktiken, Gewohnheiten und Routinen von erfolgreichen Menschen orientiert. Das hat mir gerade in schwierigen Zeiten immer wieder geholfen, an meinen Zielen festzuhalten. In meiner ersten Firma Fruji, die ich direkt nach der Uni gegründet habe, dachte ich nicht, dass es so hart werden wird. Ja, mein Mitgründer und ich, wir hatten die Idee, Obstkörbe in Büros zu liefern. Also Vitamine an den Arbeitsplatz, dass die Mitarbeiter nicht den ganzen Tag nur Kaffee trinken, sondern auch mal was Gesundes zu sich nehmen. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Idee nicht mal von uns war und auch nicht bahnbrechend. Wir sind keine Pioniere. Ganz im Gegenteil, es gab schon den ein oder anderen Player im Markt, die das relativ erfolgreich gemacht haben. Naiv wie wir allerdings waren, dachten wir, naja, das Ganze ist ein Selbstläufer, weil wir viel jünger, cooler und frischer sind und überhaupt im Markt noch lange nicht alle Marktanteile verteilt waren. Also der Kuchen war noch groß genug. Die ersten 6 Monate waren tatsächlich aber ein einzig großer Rückschlag. Wir haben es nicht wirklich geschafft, auch nur einen Kunden zu gewinnen. Nicht mal unsere Freunde, die wir angehauen haben, die bereits in Unternehmen tätig waren, wollten uns dort platzieren und den Kontakt zum Office Management, das war damals unsere Zielgruppe, herstellen. Es war wirklich so das erste Mal in meinem Leben, als ich gemerkt habe, dass man keine Erwartungen an andere Leute haben sollte, beziehungsweise sich schon gar nicht davon abhängig zu machen. Ich hing dann wirklich den ganzen Tag am Telefon und habe irgendwie versucht, Kunden zu gewinnen. Bin mit Obstkörben unter der Hand irgendwie durch die Stadt gefahren und habe bei Büros geklingelt. Alles ohne Erfolg. Die Leute haben mich sogar weggeschickt, weil sie dachten, ich bringe hier irgendwie vergiftetes Obst vorbei. Und irgendwann, als ich eigentlich nicht mehr so wirklich weiter gewusst habe, bin ich dann ins Radio gefahren. Genauer gesagt, in die erfolgreichste Radio-Morning-Show in München. Und ich stand da um Punkt 4.30 Uhr in der Früh vor der Tür. Jetzt habe ich wirklich das Glück gehabt, oder vielleicht auch das Glück erzwungen, dass der Radiomoderator an dem Tag so ein bisschen erkältet war und unendlich dankbar für die Vitamine, die ich ihm vorbeigebracht habe. Und das war der Ritterschlag. Ja, als hätte das Schicksal quasi gerufen. Und dann hat er uns in seiner Sendung erwähnt. Und zwar ganze 3 Mal super ausführlich. Die Woche drauf hat er mich dann nochmal komplett in die Show reingeholt und ich durfte meine Firma Fruji in der Sendung pitchen. Dann kannst du dir vorstellen, danach liefen uns die Kunden die Türen ein. Heute ist Fruji in 5 Städten in Deutschland aktiv. Auch bei meiner zweiten Firma hatten wir erstmal eine super lange Durchstrecke. Mit Hackerbay haben wir damals Software entwickelt, beziehungsweise hatten das zumindest vor, denn am Anfang haben wir keinen einzigen Kunden gefunden, der das mit uns machen wollte. Und das, obwohl wir eigentlich mitten in der Digitalisierung waren, wo jeder Hinz und Kunz Aufträge bekommen hat. Für uns hat es 1,5 Jahre gedauert und einige 1000 Euro im Minus auf dem Konto gebraucht, bis der erste Kunde plötzlich, das war vor Weihnachten 2017, einem gemeinsamen Projekt zugestimmt hat. Im Jahr 2018 haben wir dann über 4,5 Millionen Euro Umsatz gemacht, für die größten Firmen der Welt Software gebaut und über 50 Mitarbeiter eingestellt. Das, was ich gerade mache und in Zukunft auch immer machen werde, weil ich endlich meinen Hafen gefunden habe, eine absolute Leidenschaft, haben am Anfang alle gelacht und gezweifelt. Wie kann man nur mit 30 Jahren sich vor die Kamera stellen, auf Social Media, auf TikTok Videos machen? Ja? Selbst meine Familie, meine Freunde, alle haben nicht wirklich dran geglaubt. 6 Monate später war ich bereits der größte Karriere-Creator in ganz Social Media und keiner hat mehr gelacht. Es wird vielleicht 100, 200 oder sogar 500 Bewerbungen benötigen, um deinen Traumjob zu landen. Ja, 30 Anläufe, um den ersten Kunden zu closen. 10-mal nachfragen, bis du mehr Gehalt bekommst. Aber der Moment wird kommen, wenn du dranbleibst. Nachdenken, Geduld und Fasten. Das sind die 3 Eigenschaften, auf die es ankommt.
Ich sage immer eins, man kann nicht gegen jemanden gewinnen, der keine Angst vorm Verlieren hat. 99% aller Menschen geben einfach zu früh auf und fragen sich am Ende ihres Lebens dann, ja, was wäre nur gewesen, wenn ich damals durchgezogen hätte. Dinge zu bereuen ist wahrscheinlich das schlimmste Gefühl überhaupt im Leben, weil die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Und genau mit diesem Gedanken möchte ich jetzt, dass du über deine Ziele nachdenkst. Was möchtest du in deinem Leben verändern und bewegen? Mit welchen Menschen möchtest du dich umgeben? Und wo genau siehst du dich im nächsten Jahr, in 3 und in 5 Jahren? In der Videobeschreibung, da habe ich dir ein kostenloses Dokument zusammengestellt für deinen persönlichen Karriereplan, damit du jetzt ab sofort ruhigen Gewissens in die richtige Richtung laufen wirst. Ich hoffe, dass dich meine und die Geschichten der anderen inspiriert haben. Und vergiss nicht, jeden Tag kann sich alles ändern. Jeden Tag können sich Türen öffnen, die dich weiterbringen. Also bleib dran, bleib ambitioniert und gib dem Video dafür gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat.